In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ich beim Zuschnitt eines simplen Regals vorgehe und dass man sich nicht immer stur an die Materialliste eines Bauplans halten sollte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Holzwerken TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein sorgfältiger, passgenauer Zuschnitt ist der Garant für ein gelungenes Werkstück. Und alle nachfolgenden Arbeitsschritte bauen auf diesem präzisen Zuschnitt auf. Und ich vermeide hier ganz bewusst den Ausdruck maßgenauer Zuschnitt, weil es ist völlig unerheblich, ob dieses kleine Regal später einen Millimeter breiter, höher oder tiefer ist. Das spielt überhaupt keine Rolle später. Viel, viel wichtiger ist, dass die Bauteile zueinander passen, rechtwinklig zugeschnitten und wiederholgenau zugeschnitten wurden. Und das ist das Wichtige. Wichtiger als ein maßgenauer Zuschnitt ist also ein passgenauer Zuschnitt. Es bringt euch also überhaupt nichts, wenn ihr mit einer Materialliste in den Baumarkt lauft und sich doch dann die Bauteile genau exakt nach dieser Materialliste maßgenau zuschneiden lasst. Und selbst wenn die später exakt maßgenau zugeschnitten sind, kann es passieren, dass zum Beispiel die innenliegenden Bauteile später trotzdem nicht hundertprozentig zusammenpassen. Und das liegt daran, dass meistens die Dickentoleranzen innerhalb der Platten doch recht hoch sind. Also ich habe schon Multiplexplatten gehabt in der Werkstatt. Da stand zwar 18 mm auf der Rechnung bzw. in dem Lieferschein, aber nachgemessen gab es nur eine Dicke von 17,5 mm. Das bedeutet, bei zwei Seitenwände ergibt das schon einen Unterschied von einem Millimeter. Und das bedeutet dann, dass zum Beispiel eine Zwischenwand oder Zwischenböden schon einen Millimeter zu kurz zugeschnitten sind. Das heißt, es ist wichtiger, genau zu schauen, was habe ich für ein Material, wie dick ist es tatsächlich und sich dann danach zu richten. Und ich kann mich noch gut an meine Lehrlingszeit erinnern. Da kam dann mein Großvater oder mein Vater, die kamen dann mit einer simplen Handskizze, einfach was Gekritzeltes, kamen die in die Werkstatt, da war dann lediglich die Außenform des Korpus zu erkennen, ein paar Außenmaße und ein paar Striche für Böden und für Zwischenwände. Und ein erfahrener Geselle, der wusste ganz genau, wie er vorgehen musste, dass aus dieser Handskizze nachher wirklich ein perfektes Regal wurde. Und er hat auch ganz selten einen Zollstock dafür eingesetzt, denn er wusste ganz genau, wer viel misst, misst, misst. Oder noch ketzerischer, dreimal abgeschnitten, immer noch zu kurz. Und der Lieblingsspruch von unserem Altgesellen, der war, wenn wir Lehrlinge irgendwas verbockt hatten: Meister, ich bin fertig mit der Arbeit, soll ich jetzt mit dem Ausflicken beginnen? Und damit euch das nicht passiert, damit ihr wirklich perfekte, präzise Zuschnitte machen könnt, möchte ich euch jetzt einmal Schritt für Schritt zeigen, wie man da am besten vorgeht. Und das Beste, ich setze keine Formatkreissäge dafür ein, ihr braucht auch keine Formatkreissäge, sondern es reicht aus, wenn ihr euch eine solche simple Multiwerkbank einmal herstellt, diese Multiwerkbank dann mit einer klappbaren Führungsschiene ausstattet und eine dazu passende Tauchsäge euch besorgt. Und mit dieser Multiwerkbank, der klappbaren Führungsschiene und der Tauchsäge und ganz wichtig, mit solchen Abschnitten können die dann wirklich präzise, maßgenaue, passgenaue Zuschnitte herstellen. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau Schritt für Schritt im Einspieler an. Als erstes müsst ihr an alle Bauteile und Platten zunächst einmal eine absolut schnurgerade Referenzkante anschneiden. Der Fachmann spricht dabei vom Besäumen. Diese Referenzkante ist sehr wichtig, denn sie entscheidet später über alle nachfolgenden Sägeschnitte und hat erheblichen Einfluss auf die Parallelität und Rechtwinkligkeit aller Bauteile. Aus diesem Streifen hier schneiden wir später zum Beispiel die beiden Zwischenböden zu.
Wenn ihr mehrere Bauteile aus einer größeren Platte rausschneiden möchtet, dann reicht bei Plattenmaterialien wie Spanplatte, Multiplex, Tischlerplatte oder wie hier MDF in aller Regel eine besäumte Kante völlig aus. Aus dieser Platte werden wir zum Beispiel später die beiden Außenwände und eine Mittelwand zuschneiden. Damit ihr aber bei all den Kanten nicht den Überblick verliert, solltet ihr euch unbedingt alle fertig besäumten Kanten noch mit einem Bleistift markieren. Aus dieser großen Platte werden wir dann später Deckel, Boden sowie die große Rückwand zuschneiden. Im nächsten Schritt schneiden wir erstmal alle Bauteile auf die gewünschte Korpustiefe zu. Das Maß könnt ihr bequem vorne mit dem Anschlagreiter über eine Skala einstellen und danach einen Stangenzirkel darauf einstellen. Mit dem Stangenzirkel stellen wir dann einen weiteren Anschlag im hinteren Bereich mit genau dem gleichen Maß ein. Das ist jedenfalls deutlich genauer als jede Einstellung mittels Skala oder Meterstab. So könnt ihr nämlich sicher sein, dass beide Anschläge auch absolut parallel zur Führungsschiene verlaufen. Denn das ist viel wichtiger als die Zehntelmillimeter genaue Einstellung auf ein bestimmtes Maß. Und genau an diese beiden Anschläge legen wir jetzt die vorhin schnurgerade zugeschnittene Referenzkante an. Dann schneiden wir nacheinander von der Platte einen Deckel und einen Boden zu. Aus dem Rest sägen wir später noch die Rückwand zu. Aus dem schmalen Streifen vom Anfang werden jetzt die beiden Zwischenböden zugeschnitten. Da die Zwischenböden aber um die Rückwanddicke schmäler sein müssen, kommen hier zum ersten Mal solche Plattenreste ins Spiel. Die haben die gleiche Dicke wie die Rückwand. Und anstatt nun die beiden Anschläge zu verstellen, legen wir einfach zwei dieser Reste dazwischen. So können wir jetzt den Streifen exakt um die Rückwandstärke versetzt zuschneiden. Das ist nicht nur genial einfach, sondern auch frei von jeglichen Messfehlern. Außerdem wird dabei auch immer die tatsächliche Plattenstärke berücksichtigt und nicht nur irgendein Plattenmaß, das auf dem Lieferschein steht. Deckel, Boden und Zwischenböden sind jetzt schon mal exakt auf Breite zugeschnitten. Und weiter geht's mit den beiden Außenwänden und der Zwischenwand. Die beiden Außenwände werden, genauso wie Deckel und Boden, ohne zusätzliche Plattenreste zugeschnitten. Thank you.
Erst beim Zuschnitt der Zwischenwand, die ja auch um Rückwanddicke schmäler wird, kommen auch wieder die beiden Plattenreste zum Einsatz. Ist alles auf Breite bzw. Korpustiefe zugeschnitten, geht es weiter mit dem Längenzuschnitt. Dazu stellen wir erstmal die Länge der beiden Außenwände ein. Dieses Maß greifen wir dann wieder mit dem Stangenzirkel ab und stellen damit auch den hinteren Anschlag neu ein. Den brauchen wir für den Zuschnitt der langen Rückwand. Für das Ablängen der schmalen Außenwände reicht natürlich der vordere Anschlagreiter völlig und den klappen wir zuerst einmal hoch. Dann richten wir die Außenwand so aus, dass wir immer links und rechts vom Ende etwas abschneiden können. Auf diese Weise sind beide Enden nicht nur perfekt rechtwinklig, sondern die Platte hat auch die gewünschte Länge von 50 cm. Und ich lasse das hier extra alles in Originalgeschwindigkeit ablaufen, damit ihr auch wirklich seht, wie schnell und vor allem einfach man auf dieser simplen Multi-Werkbank einen absolut präzisen und passgenauen Zuschnitt erledigen kann. So, die Außenwände sind fertig und was jetzt noch fehlt, ist die Zwischenwand. Auch die wird erstmal an einem Ende rechtwinklig abgelenkt. Wie der Name schon sagt, sitzt diese Wand zwischen Deckel und Boden und deshalb legen wir für den endgültigen Längenzuschnitt einfach zwei Plattenabschnitte zwischen. Damit wären jetzt die beiden Außenwände und die Zwischenwand fix und fertig zugeschnitten. Bevor wir jetzt ein neues Maß einstellen, sägen wir auch die fest zwischen Außenwände sowie Deckel und Boden sitzende Rückwand zu.
Und zwar bekommt die genau dasselbe Maß wie die Zwischenwand. Und das bedeutet, dass wir dazu je zwei Plattenreste zwischen die Anschläge legen müssen. Damit wären alle Bauteile, die etwas mit der 50 cm Länge der Außenwände zu tun haben, fertig. Was jetzt noch fehlt, ist der exakte Längenzuschnitt von Boden, Deckel und den beiden Zwischenböden. Dazu stellen wir den Anschlagreiter jetzt auf 76 cm ein und längen zuerst einmal die Rückwand auf dieses Maß ab. Und ganz wichtig, immer von beiden Enden etwas abschneiden, damit die Rückwand später auch exakt rechtwinklig ist oder zumindest die beiden gegenüberliegenden Kanten auch exakt die gleiche Länge haben. Danach sind Deckel und Boden an der Reihe und auch die bekommen exakt die gleiche Länge. Deckel und Boden sind jetzt deckungsgleich zugeschnitten und es fehlen jetzt nur noch die beiden Zwischenböden. Die sollen beide in etwa gleich lang sein und anstatt jetzt den Anschlagreiter zu verschieben, legen wir einfach einen Plattenrest mittig auf die Hälfte der Bodenlänge, also 38 cm. Dann die Plattenkante bis dicht gegen dieses Reststück legen und so erstmal einen Zwischenboden von dem Plattenstreifen ablängen.
Danach den Plattenrest zusammen mit dem Zwischenboden dicht an den Anschlagreiter schieben und auf diese Weise auch den zweiten Zwischenboden ablängen. Beide zusammen ergeben nun die Länge von Deckel bzw. Boden abzüglich der Zwischenwand, hier symbolisiert durch den Plattenrest. Und bevor wir jetzt die Flachdübel in die einzelnen Bauteile einfräsen, überprüfen wir nochmal kurz, ob alle Bauteile auch zusammenpassen und das gewünschte Regal ergeben. So, wie ihr sicher bemerkt habt, heißt das Zauberwort im Möbelbau nicht maßgenau, sondern wiederholgenau. Und um diese Wiederholgenauigkeit auch durchweg in diesem ganzen Zuschnittprozess sicherzustellen, ist es wichtig, dass ihr diese Anschlagreiter, die ja für die Wiederholgenauigkeit unerlässlich sind, dass ihr diese Anschlagreiter auch selten versetzt, also die Zuschnittabfolge müsst ihr ganz genau planen, um möglichst selten diesen Anschlagreiter zu versetzen. So, und vielleicht noch ein paar Hinweise zur Konstruktion, warum ich jetzt hier eine große, stabile, feste Rückwand gewählt habe. Das hat den Vorteil, dass ich noch eindrucksvoller zeigen kann, wie man mit diesen Abschnitten arbeitet, gerade bei innenliegenden Bauteilen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr keine feste, starke 19 mm Rückwand haben wollt, das Ganze auch in einen, die Rückwand dünn in einen Falz einlegen oder eingenutet in eine Nut einlegen. Also auch das ist möglich. Und wenn euch das MDF nicht gefällt, selbstverständlich könnt ihr natürlich auch anderes Material nutzen. Das hier soll ein einfaches Werkstattregal für mich persönlich sein und da sollen irgendwann ein paar Schrauben rein. Und deswegen habe ich auch diese stabile Rückwand gewählt, weil ich dann einfach mit ein paar Schrauben das Ganze dann in meiner Werkstatt aufhängen kann. So, das war's dann mal wieder für heute von mir. Und im nächsten Video möchte ich euch zeigen, dass man diese Multiwerkbank und diese klappbare Führungsschiene auch sehr gut mit einer Flachdübelmaschine einsetzen kann und damit eben passgenaue Flachdübelschlitze in die Bauteile einfräsen kann. Also sicherlich auch eine spannende Geschichte und ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch wie immer allzeit unfallfreies Holzwerken. Macht's gut und tschüss! Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, so geben Sie uns doch gerne einen Daumen hoch.